Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine richtig coole Map. Und zwar bin ich heute auf der Suche nach der Legende Herobrine. Und zwar nicht nur nach einem Herobrine, sondern nach dem roten Herobrine. Der soll sich auf der Map hier befinden. Und schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich echt riesig freuen. Und ich würde sagen, ich kann gleich mal die Map starten. Zu Anfang habe ich hier eine Kiste, da sind 16 goldene Karotten drin. Okay. Und ein Schild noch, das so ein bisschen versteckt ist. Folge Herobrines Spuren. Und ich bin hier ganz oben in so einem Berg hier gespawnt. Und so wie es aussieht, kann ich hier, glaube ich, nicht mehr hoch, sobald ich einmal unten bin. Okay, von hier aus noch. Aber gut, ich starte jetzt hier. Und ich glaube mal, die Spuren, das sind da, damit sind diese hier gemeint. Die Map sieht aus, da sind überall Kürbisse gebaut. Hier ein Weizenfeld und so weiter. Und ich laufe jetzt einfach mal nach da vorne. Okay, und schau mal, wo mich der Weg lang führt. Ich bin echt mal gespannt, Leute. Hier komme ich an so einem kleinen Lavasee vorbei. Das sind auch Hebel, die machen nichts, glaube ich. Außer die Falltüren hier hoch und runter. Okay, da ist ein Kürbis. Was ist eigentlich in den Kürbissen drin? Hier ist, okay, da ist sogar gut eingerichtet, ein Gemälde und so weiter. Aber gut, das ist erstmal nicht die Aufgabe. Ich verfolge jetzt mal die Spuren. Die gehen hier weiter, glaube ich. Ja, die gehen da weiter. Da ist so ein grünes Gemälde. Und da oben, Moment, da habe ich gerade den roten Herobrine gesehen. Ich laufe mal ganz schnell hier hin, aber der ist jetzt plötzlich verschwunden. Und hier hören auch die Spuren. Gibt es hier noch eine Spur? Ne, die hören hier auf. Okay, da ist eine Kiste. Keine Redstone-Kiste, das heißt, die öffne ich mal. Start. Ich bin jetzt am Start angekommen, aber ich habe den Herobrine schon gesehen. Du bist auf der Suche nach mir. Ich gebe dir nur wenige Chancen, mich zu töten. Fange bei dem roten Kürbis an. Okay, wo ist der rote Kürbis? Ist der da vorne damit gemeint? Direkt gegenüber? Das kann natürlich sein. Ansonsten glaube ich mal, ich gehe mal dahin. So, hier hören die Spuren noch auf. Ja, sehe ich hier nichts. Ich weiß überhaupt auch gar nicht, was der rote Herobrine von mir will. Aber ich habe ihn schon mal zumindest ein ganz kleines bisschen gesehen. Aber er ist direkt verschwunden. Und das ist, glaube ich, echt der rote Kürbis. Oder? Ich denke mal schon. Ja, gut. Sieht ziemlich nice aus auf jeden Fall. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Hier gibt es schon mal keinen Eingang. Und auf der anderen Seite gibt es, doch, okay, da gibt es Leitern. Ja, die kann ich gleich mal hochklettern. Und ich hoffe mal stark, dass da oben dann irgendwo der Eingang ist. Okay, da habe ich eine Lücke gesehen. Hier außen ist nichts mehr, hoffentlich. Nee. Okay, und hier kann ich dann reingehen. So, hier irgendwo runterspringen. Es gibt keinen richtigen Weg. Der Kürbis ist hier noch nicht mal gescheit eingerichtet. Und die Frage ist, was ich hier machen soll. Muss ich vielleicht doch da oben bleiben? Hier bin ich jedenfalls nicht. Doch, okay, da unten geht es sogar weiter. Gefangen wollte ich sagen, aber zum Glück nicht. Da unten sieht es aber ziemlich dunkel aus. Da werde ich mal runtergehen. Und mal schauen, was mich jetzt da erwartet. Und da ist wieder der Herobrine. Der ist jetzt nach links gelaufen. Ich sehe gar nichts komplett. Okay, da ist ein Gang jedenfalls schon mal. Der ist nicht in einem Gang, hoffe ich mal. Ich sneak da mal durch. Links, rechts ist keiner. Da sind aber auch zwei normale Herobrine-Köpfe. Ich habe gerade gedacht, da ist irgendwas. Aber nee, das ist auch nur eine Kiste. Hinter mir ist er auch nicht mehr. Es ist wirklich komplett dunkel, der Gang. Was hat er hier gemacht? Wir haben wieder ein Buch bekommen. Deine Aufgabe. Du hast mich gefunden. Gehe als nächstes in den Eiskürbis, um dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Was haben wir noch in der Kiste? 3 oder 5 Spinnnetze. Fortes Fleisch. Trank der Vergiftung. Und Trank der Sprungkraft. Okay, vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Vergiftung glaube ich eher mal weniger. Dann kann ich jetzt mal gleich weitergehen. Die Frage ist, Moment, muss ich mich töten lassen? Weil ich komme ja eigentlich nicht mehr raus. Ich kann jetzt nochmal hier hochgehen. So ein bisschen was essen, aber ich glaube, das nützt mir nichts. Und hier kann ich auch nicht weiter. Deswegen glaube ich echt, dass ich mich töten lassen muss. Ich bin hier oben wieder gespawnt. Und mal schauen, wo jetzt der Eiskürbis ist. Aber ich glaube mal, den habe ich vorhin schon irgendwo gesehen. Da geht es auch irgendwo runter. Ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwo noch hin muss. Hier ist ein Lavabrunnen. Und da vorne, ja, da ist der Eiskürbis. Und da kann ich gleich mal direkt reinlaufen. Und ich wette, dass da Herobrine auch wieder direkt, ja, vielleicht hinter der Tür ist. Nee, er ist nicht hinter der Tür. Und hier geht es aber auch nicht weiter erstmal. Da ist eine Kiste, ein Ofen, ein Amboss. Nochmal eine Kiste hier. Aber sonst, nee, ist hier nichts zu finden. Ich muss aber in den Eiskürbis, hat Herobrine gesagt. Oder das Buch, eher gesagt, die Aufgabe. Das Buch habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube mal, dass ich in den Eiskürbis muss. Deswegen ist auch die Sprungkraft da. Ja, somit kann ich hier hochspringen. Die habe ich nur für eine Minute jetzt. Und ich glaube mal, das reicht auf jeden Fall easy. Hier kann ich dann rein. Und jetzt bin ich im Eiskürbis auch drin.
Das heißt, die Kisten habe ich schon geöffnet. Also von da bin ich gekommen. Und hier sind auch zwei Kisten. Kisten heißen aber gleich. Oder wurden nicht verändert. Hier ist auch nichts drin. Ja, von da bin ich gekommen. Oder eher gesagt von da oben. Da ging es nicht weiter. Ansonsten, oh, da geht es auch noch einen Gang runter. Gut, von da hätte ich auch nicht kommen können. Aber der führt auch irgendwo lang. Und hier sind auch noch zwei Öfen. Da ist nichts drin. Ein Amboss. Ein Bett, worin ich sogar schlafen kann. Und da ist auch noch ein Gemälde. Vielleicht gehe ich auch mal dahinter, wenn es überhaupt geht. So, bei dem Braustand lang. Und da ist Herobrine wieder gewesen. Ganz kurz nur. Und in der Truhe ist wiederum... Das sind nur Papiere. Ist im Kürbis neben dir. Achso, deine letzte Chance, mich zu töten, ist im Kürbis neben dir. Ja, wow, wie soll ich ihn überhaupt töten ohne irgendwas? Gut, das brauche ich... Das Papier kann ich erstmal wegschmeißen. Und raus komme ich auch nicht mehr. Ich habe keine Sprungkraft mehr. Dazu ist, glaube ich, der Gang gedacht. Und da vorne... Ich habe gerade gedacht, da ist nochmal Herobrine, aber da ist nur ein Kopf. Den Kopf habe ich jetzt mal abgebaut. Das war einfach ganz, ja, ein ganz normaler Gang. Gut, hier wird es auch lang gehen, aber ich will da eh nicht reinkommen. Und hier komme ich anscheinend wieder raus. Ja gut, das wird man von hier aus eher weniger sehen. Von da aus komme ich nicht rein. Ich komme jetzt überhaupt nicht mehr rein. Aber er hat mir gesagt, im Kürbis neben dir. Die Frage ist, welcher Kürbis ist gemeint? Ich gehe mal hier rein. Da ist nichts drin. Ist hier irgendwo wieder ein Versteck? Das ist nicht der Kürbis. Dann kann es eigentlich nur noch der da vorne sein. Ja, gut. Okay, es sind nur zwei Kürbisse neben mir. Ich werde jetzt da mal reingehen. Moment, habe ich da irgendwas gesehen? Ich will erst gar nicht die Tür benutzen. Aber ich glaube mal, ich muss die benutzen. Ja, da geht es nämlich nicht weiter. Okay, gut. Das heißt, da werde ich mal reingehen. Die Tür mal zumachen. Und hier ist bestimmt... Aber da muss was in der Kiste sein. Dahinter ist sogar eine Kiste. Die öffne ich mal. Nee, da sind ganz normale Köpfe drin. Und zwar von Steve. Was hat es zu bedeuten? Hinter dem Gemälde ist aber, glaube ich, auch nichts. Nee, da geht's nicht weiter. Okay, das sind Falltüren. Das sind irgendwie Loren. Das sind ganz normale Loren. Und da geht's aber, da geht's sogar runter. Hier oben erstmal alles absuchen. Nee, aber ich glaube mal, hier ist echt nichts versteckt. Ja, okay, es geht weiter nach unten. Mal schauen, ob es hier was gibt. Wieder Gemälde. Es kann halt hinter jedem Gemälde irgendwas sein. Ist da eine Lücke oder so? Ich hätte gerade gedacht, das ist eine Kiste oder so, aber nee, da ist auch nichts. Moment, da ist auch eine Tür und da geht es sogar weiter. Und hier ist einfach Magma. Okay, ich gehe jetzt mal nicht in das Minecart rein. Hier geht es weiter. Nach unten. Ich komme aber da, glaube ich, nicht mehr zurück, wenn ich da runterspringe. Ich glaube, ich habe da oben aber echt alles abgesucht. Gut, dann gehe ich hier mal runter. Hier ist ein... Wo aber auch nichts drin ist, leider. Das ist komisch. Und hier ist ein Weg halt, der führt irgendwo rein. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht failen werde. Zurück kann ich schon mal nicht mehr. Okay, und ich brauche auch nicht die ganze Zeit hier sneaken. Ich springe mal hier drauf. Und da sehe ich ihn. Die Frage ist, bleibt er jetzt da stehen? Er schaut mich die ganze Zeit an. Okay, mein Freund, ich werde jetzt gleich mal zu dir kommen. Die Frage ist nur, wie ich ihn jetzt gleich töten soll. So, und bitte lass mich hier nicht failen. Es sind noch zwei Sprünge. Nochmal einer. Er ist immer noch da. Er geht jetzt auf einmal nicht mehr so leicht weg. Moment, ich möchte es nicht ausprobieren. Nicht, dass ich hier doch noch sterbe. Also aber ich glaube mal, da geht's echt in den Abgrund. Ich spring rüber. Und hier bekomme ich sogar noch Schaden. Er ist immer noch da. Jetzt verschwindet er, wetten gleich. Nee, immer noch nicht. Okay, was? Aber was ist, wenn ich jetzt hier springe? Da, ja klar, das ist sein Plan. Da will mich hier runterschlagen. Nee, das will ich irgendwie nicht eingehen. Oh, das sind sogar noch zwei Öfen. Aber das ist nichts. Und ich muss halt die ganze Zeit hier sneaken. Ich esse jetzt nochmal was. Die Frage ist halt, was ich machen soll. Na gut, da geht's halt in den Abgrund. Ich glaube, ich werde jetzt halt echt gleich mal springen. Hier von hier aus Anlauf nehmen. Und, oh. Warum schwebt das Buch da? Ich springe jetzt mal darüber. Hier kann ich einfach lang sneaken. Nein. Das sind Barrier Blocks. Er hat mir ein Buch gedroppt. Und in dem Buch steht was, du hast gezögert und dich nicht getraut, mich zu töten. Nun hast du 5 Minuten, um meinen Brunnen zu betreten. Wenn du bis dahin nicht den Hebel umlegst, wird die komplette Welt geflutet werden. Und auf den Seiten steht nirgendwo was. Okay, 5 Minuten Zeit ab jetzt. Die Frage ist, wie soll ich überhaupt zurückkommen? Bestimmt war das... Ich möchte mal ausprobieren, ob das auch alles nur Fake war. Also ob da auch... Nee, okay, das da sind keine Barrier Blocks. Das heißt... Ich werde jetzt schnell wiederbeleben.
Und ich bin hier oben diesmal gespawnt. Und Brunnen hat er gesagt, da vorne ist einer. Aber ich habe keine Feuerresistenz leider. Frage ist, aber da geht's runter irgendwo. Ich glaube mal, ich habe sogar direkt den Weg gesehen. Aber ich brauche Feuerresistenz. Oh nein, wie soll ich die jetzt bekommen? Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Oh, was passiert jetzt? Sie können irgendwas droppen vielleicht? Nee, leider auch nicht. Doch, hier ist Feuerresistenz gedroppt. Moment, jetzt kann ich hier reingehen. Und hier geht's sogar runter. Oder? Nee, hier geht's doch nicht lang. Das sind aber Schilder. Keine Ahnung, wie lang die Feuerresistenz jetzt noch haltbar ist. Aber hier geht's auch nicht lang. Bitte lass mich jetzt nicht gleich anfangen zu brennen. Da geht's natürlich... Doch, da geht's runter. Ich brenne jetzt noch ein bisschen. Es gab halt ernsthaft nur einen Weg nach unten. Und da sehe ich Herobrines Kopf. Okay. Und hier ist eine Truhe, wo wiederum nichts drin ist. Und hier gibt's viele verschiedene Wege. Die Frage ist jetzt, welchen soll ich lang gehen? Komm, ich gehe jetzt mal den etwas versteckteren Weg. Und die Feuerresistenz hätte jetzt aufgehört. Okay, das ist sogar wiederum Labyrinth. Oh nein, ich habe nur noch ein Herz. Okay, ich habe aufgehört zu brennen. Hier ist nichts. Nee, das ist einfach nur ein ganz normaler Ofen. Hier ist auch nichts. Ich muss ja immer noch den Hebel finden. Und da ist der Hebel sogar. Okay, aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal in den anderen Gang. Nicht, dass da noch was ist. Ist auch nichts mehr. Okay, ich werde ihn jetzt mal umlegen. Mal schauen, was jetzt gleich passiert. Jetzt nochmal zu dem Hebel. Wo war der? Hier, glaube ich. Nee, ich glaube noch eins weiter. Hier lang und dann... Ja, war hier der Hebel. Weltzerstörung. Was hat das jetzt zu bedeuten? Das, ich glaube, Herobrine hat mich ein kleines bisschen getrollt. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus, ohne zu sterben. Ich habe mich jetzt mal umgebracht. Und es passiert momentan. Okay, ich weiß, was passiert. Ich weiß jetzt, was damit gemeint ist. Die Welt wird echt zerstört und ich weiß auch nicht, gibt es da irgendwie noch Fire Potion? Ich glaube, ich kann mich jetzt sonst nicht mehr retten. Doch, ich habe sogar noch Feuerresistenz bekommen. Die wird aber auch irgendwann aufhören. Die komplette Welt wird geflutet mit Lava. Und ich habe Herobrine kein einziges Mal mehr gesehen. Und jetzt bin ich gleich... Ja, leider, da gibt es noch einen Lavasee. Ich glaube mal, das bringt mir alles nichts mehr. Nee, jetzt bin ich gleich komplett in der Lava drin. Ich kann halt gar nichts mehr sehen. Ja, ich muss leider jetzt respawnen, wiederbeleben. Aber ich spawne wieder in der Lava und werde jetzt gleich wieder sterben. Okay, Leute, ich glaube mal, ich habe leider diesmal nicht gegen den Herobrine gewonnen. Das war's jetzt zu diesem Video. Bevor jetzt wieder manche Leute unnötig schreiben, Phil, das war geschauspielert. Natürlich kann ich direkt jetzt sagen, ja, das war geschauspielert. Trotz dessen hoffe ich einfach mal, dass es euch gefallen hat. Auf der Suche nach dem roten Herobrine. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne, wie gesagt, mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich echt freuen. Ihr könnt noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!